Hallo liebe Freunde, heute sind wir hier mit einem Gast, ein lokaler Bonner. Sein Name ist Markus Kumpel. Genau. Und wir sind auch eigentlich, er ist auch mein Kumpel geworden. Genau, wir kennen uns von aus dem Schwimmbad seit 4 Jahren und sind von Kollegen Freunde geworden. Und heute zeigt er mir Tannenbusch, da seine Oma aus Tannenbusch kommt. Tannenbusch überrascht. Genau. Mit viel Wald, Naturschutzgebiet. Wir sind ja im Moment in der Dünen. Hier folglich Sandboden alles hier. Ja, vielleicht finden wir jemanden, der uns da noch ein bisschen was drüber erklären kann. Das wird doch auch interessant. Ja, vielleicht wandert hier zufällig ein Geologe gleich durch. Ja. Meinst du, er da hinten sieht aus wie ein Geologe? Für alle Leute zu Hause, ein Mädchen aufgepasst, Markus ist noch Single. Weiter. Kann ruhig gelaufen werden. Wir machen ein kleines Projekt. Na? Jetzt gehen wir auf Besuch bei CrossFit Bonn, eine neue Sportart. Wissen, was CrossFit ist? Das ist CrossFit. Okay Leute, das wird die langste Minute meines Lebens. Wir versuchen in einer Minute so viel wie möglich Kalorien hier zu verbrennen. Und ja, los geht's, glaube ich, oder? Mach mal einfach. Ja. Komm, alles geben, alles geben, komm! Nicht alles, komm! Alles geben, gib Gas! Hopp, hopp! Schneller! Jawohl! Schneller! Come on! Felder, 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 komm! Felder! Yes! Felder, komm! Gib Gas! Komm! Juhu!
Coach da sagt, war okay. Meine Güte. Und? Wie fühlst du dich? Beschreib es mal. So lange. Tot. Aber auch fühlen wir sehr lebend. Abwechslungsreiche Übungen. Mobilität, Kraft, Ausdauer und das Wichtigste, eine Familie. Was denkst du von das Laufen heute? Das war sehr interessant. Da ich gestern ein Bier zu viel für diese sportliche Aktivität heute. Viel Leben auf die Straße. Ja. Und das neue Tannenbusch Center gut gegessen. Ja, leckere Döner gegessen. Viel Betrieb auf der Straße. Ja, einfach nette Leute gesehen. Ja, habt ihr noch mehr Ideen oder Tipps, was ich machen soll? Schreibt das in diese Kommentare. Ihr könnt mich natürlich auch sehr gerne unterstützen mit dem Link, was ich auch da unten in die Kommentare stecke. 30% davon geht zum Corona Research. So, das ist nicht schlecht, oder?